Liebe Studis, diese Woche findet in Saarbrücken ein ganz besonderes Event statt, nämlich das Warte. Ich glaube, für das Video brauchen wir den richtigen Filmlook. Ja. Diese Woche findet nämlich das Filmfestival Max-Ophüls-Preis statt. Und für alle, die es noch nicht kennen, haben wir hier etwas vorbereitet. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis ist eines der wichtigsten Nachwuchsfilmwettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Was in den 80ern noch klein angefangen hat, zieht mittlerweile jedes Jahr Zehntausende filmbegeisterte Schauspieler, Regisseure und Produzenten nach Saarbrücken. Eine ganze Woche lang werden in 4 Kinos eingereichte Spielfilme, Dokumentarfilme, sogenannte mittellange Filme und Kurzfilme gezeigt. Insgesamt sage und schreibe 155 Beiträge, die aus fast 1000 Sichtungen ausgewählt wurden. Das Ganze gipfelt dann in der Preisverleihung am Samstag, bei der 16 Preise im Gesamtwert von 111.500 Euro an Jungfilmer vergeben werden. Also einfach aus dem Programm online oder in diesem praktischen Heft ein paar Vorstellungen raussuchen, Karten direkt vor Ort oder auf der Webseite kaufen und auf geht's ins Kino. Ach, und wer nach den Filmen noch nicht genug hat, kann abends noch in den Festivalclub Lolas Bistro gehen. So, und wir schauen jetzt, ob wir vielleicht ein paar Filmschaffende vor die Kamera bekommen.